Vor 9 Jahren haben wir Oskar aus einem verlassenen Haus gerettet, in dem er zusammen mit seiner Mutter unter schrecklichen Bedingungen lebte. Wir haben beide gerettet, aber das heutige Video dreht sich um ihn, weil ihr sehen werdet, wie es ihm nach so vielen Jahren geht. Seine Haut, die so hart wie Stein war, war das Ergebnis einer Krankheit namens Leishmaniose. Oskar lebte wie ein Geist, versteckte sich tagsüber und wagte sich nur nachts hinaus, um nach etwas Essbarem zu suchen, wobei er fast immer scheiterte. Als wir ihn fanden, war er von Müll umgeben, kaum noch am Leben, verängstigt und zu schwach, um zu stehen. Oskar verbrachte mehrere Monate im Krankenhaus, wo er intensive Behandlungen erhielt, die es ihm schließlich ermöglichten, sich so weit zu erholen, dass er entlassen werden konnte und mit uns ins Rettungszentrum kam. Seine Genesung war nichts weniger als ein Wunder, und zu sehen, wie er sich Tag für Tag verbesserte, erfüllte uns mit Hoffnung. Nach einiger Zeit bei uns fand Oskar schließlich ein wundervolles Zuhause im Norden Spaniens. Und vor 3 Jahren brachten wir ihn zu seiner neuen Familie. Heute, 9 Jahre später, treffen wir Oskar wieder und teilen mit euch, wie sein Leben seitdem verlaufen ist. Hallo, heute ist ein besonderer Tag. Denn wir sind gekommen, um unseren Freund Oskar zu sehen, und das wird uns als ein Update dienen, um uns an ihn zu erinnern. Ich bin mit der Familie in diesen Teil Spaniens gekommen und habe die Gelegenheit genutzt, um mich mit seiner Adoptivfamilie in Verbindung zu setzen, die großartige Freunde sind. Los geht's. Sehen wir sie uns an. Vorsichtig. Komm, mal sehen, ob Oskar da ist. Nur ein kleines Stück noch und wir sind fast da. Nun ja. Wir vertreiben uns hier nur die Zeit. Das Wetter ist wirklich schön. Wir haben uns im Park verabredet. Da fühlt er sich am wohlsten. Sag Hallo zu allen. Schau mal, da ist Oskar. Fantastisch. Hallo zusammen. Er wird sich nicht an mich erinnern. Wie könnte er mich nicht erinnern? Ich habe Oskar doch ständig gekrault. Hallo. Ich bin Miriam. Freut mich, ich bin Jairo. Hallo Oskar. Das sind meine Töchter, Marta und Alba. Ist das hier sein übliches Spaziergebiet? Ja. Hier fühlt er sich richtig wohl. Schon gut, ich gebe ihn dir. Jetzt ist er bereit, oder? Er denkt wahrscheinlich, warum legen die mir eine Leine an, wenn das hier mein Revier ist? Naja, ich wollte dich streicheln, Oskar. Und du lässt mich nicht an dich ran, wenn du nicht an der Leine bist. Du siehst großartig aus. Wirkst gesund und glücklich. Ist feliz. Schau ihn dir an, wie er den Weg anführt.
Wohin sollen wir gehen, Oscar? Sag du es mir. Sí, sí, sí. Estamos aquí. Du siehst gut aus. Komm her, sei nicht sauer. No te enfades. No te enfades. Bei all den Leckerlis, die ich dir und Lady gegeben habe. Keine Sorge, Oscar. Wir werden dich nicht alleine lassen. Wie könnten wir dich hier zurücklassen? Na gut, Oscar. Willst du dich nicht verabschieden? Komm her, komm schon. Sollen wir uns damit verabschieden, Oscar? Sí. Okay, Leute, danke für alles. Wir sehen uns ein anderes Mal. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Tschüss. Bye. Jairo geht, derjenige, der mich immer gefilmt hat.